Willkommen Leute zu einem weiteren Video mit einer verbotenen Karte und zwar dieses Mal zu Tausendäugiges Opfer. Dieses Monster hier ist schon uralt, es gibt schon seit vielen, vielen Jahren und es ist auch schon seit vielen, vielen Jahren gebannt. Und naja, zunächst mal ist es ein Fusionsmonster und zwar ein Stufe 1 Fusionsmonster mit der Eigenschaft Finsternis und dem Typ Hexer und den Werten 0-0. Beschworen wird es mit den Monstern aufgegeben und Tausendäugiger Abgott. Und es hat einen sehr langen Effekt, der ziemlich stark ist, aber auch sehr komplex. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, können andere Monster ihre Position nicht ändern und nicht angreifen. Wähle ein Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners, behandle dieses Monster wie eine Ausrüstungszauberkarte, mit der Tausendäugiges Opfer ausgerüstet ist. Tausendäugiges Opfer übernimmt ATK und Def des ausgewählten Monsters. Ein verdecktes Monster hat ATK und Def von 0. Dieser Effekt kann nur einmal pro Spielzug verwendet werden und Tausendäugiges Opfer kann nur mit einem Monster ausgerüstet sein. Wenn Tausendäugiges Opfer im Kampf zerstört würde, zerstöre stattdessen das Monster, mit dem Tausendäugiges Opfer ausgerüstet ist. Jeglicher Kampfschaden, den du dadurch erhältst, wird auch deinem Gegner zugefügt. So, diese Karte hier kann zunächst mal sehr leicht beschworen werden im heutigen Spiel durch die Karte Instant Fusion. Instant Fusion hat wiederum den Effekt: Zahle 1000 Life Points, beschwöre ein Fusionsmonster der Stufe 5 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, aber es kann nicht angreifen. Zusätzlich wird es während der Endphase zerstört. So, das ist eine sehr wichtige Sache, denn man kann zwar das overpowerte Monster, Tausendäugiges Opfer, einfach mal so beschwören, aber es wird einfach so weggefegt in der Endphase. Das Problem ist nur, dass man das Opfer daraufhin sehr leicht wieder reanimieren kann mit Karten wie Call the Hunted. Und das ist etwas zu leicht für ein solch unfair starkes Monster. Denn die Effekte dieser Karte hier sind nicht ohne. Sie sind zwar sehr alt und es mag heute Karten geben, die besser sind, aber holy shit, das ist schon sehr stark. Wir gehen das Ganze mal durch. Zunächst mal können keine Monster auf dem Feld ihre Position ändern, wenn diese Karte hier auf dem Feld liegt. Das ist schon mal extrem heftig. Also, viele Decks werden dadurch sehr stark ausgebremst, aber das ist nicht der Grund, warum die Karte verboten ist. Dann kann kein Monster angreifen. Okay, das ist erneut eine ziemlich große Sache, aber vielleicht auch noch nicht der Grund, warum die Karte verboten ist. Aber diese Karte hier kann alle möglichen Monster des Gegners removeln und sogar verdeckte removeln und macht dem Gegner dann auch noch Kampfschaden. Und zwar den Kampfschaden, den ihr auch bekommt. Sprich, naja, man kann den Gegner halt damit sehr unter Druck setzen. Und es stellt sich halt die Frage, ob sowas heutzutage noch OP ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, eigentlich nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man die Karte einfach so gedankenlos auf 1 packen könnte. Sie könnte zu heftig sein. Instant Fusion ist ein großes Problem. Ohne Instant Fusion würde ich bedenkenlos sagen, okay, die Karte kann auf 3. Aber dank Instant Fusion kann man halt sehr leicht das Opfer ins Spiel bringen. Verdammt leicht. Da braucht man auch kein spezielles Deck. Da braucht man eigentlich nur Instant Fusion und Call the Hunted, was in fast jedem Rang 4 XC Deck vorhanden ist. Sprich, man könnte theoretisch das Opfer in jedes Rang 4 XC Deck reintun. Und das wäre dann doch etwas krass. Vielleicht auch nicht OP, wer weiß, aber krass auf jeden Fall. Und ein Removal für verdeckte Karten, das ist heftig. Weil das gibt es in Yu-Gi-Oh! Nur sehr selten. Und so flexibel wie diese Karte hier ist, ich weiß nicht, ob ich die Karte erlauben würde. Also, ich würde, wenn ich die Karte wieder erlauben würde, sie irgendwie einschränken mit einem Erratum. Und wie das lauten würde, ich habe absolut keine Ahnung. Vielleicht, dass man nur einmal pro Duell ein Monster des Gegners removeln kann. Das wäre ein Anfang, eine Idee. Oder das gegnerische Monster vielleicht doch noch angreifen können oder sonst was. Irgendetwas, aber ein gutes Erratum wäre auf jeden Fall ein guter Weg, um die Karte wieder zu erlauben. Aber in dieser Form ist sie, finde ich, heutzutage auch noch etwas zu stark. Aber es gibt auf jeden Fall Karten, die schlimmer wären auf 1 als das Tausendäugige Opfer. Denn die Effekte sind eigentlich größtenteils umgehbar.
Man muss einfach dazu sagen, dass ein einziger Castle ausreicht, um das Opfer direkt wieder ins Extra-Deck zu befördern. Und dann hat der Spieler des Opfers einfach gelitten. Dann ist er das Opfer. Ja, es ist halt einfach so, dass man viel zu leicht an dem Opfer vorbeikommen könnte. Und das kann heutzutage nicht mehr absolut broken sein. Es gibt einfach Stärkeres. Aber eine nervige Karte wäre es allemal. Und ich denke, dass man einfach diese Karte zu universell spielen kann, dank der Instant-Fusion. Und diese ist so beliebt und so elementar geworden, dass Konami, denke ich, nicht einfach mal so die Instant-Fusion verbieten möchte. Und ich denke, dass das der Hauptgrund ist, warum das Opfer hier noch verboten ist. Aber es ist eine Karte, die auf jeden Fall wieder zurückkommen wird in Zukunft. Das ist eigentlich klar. Da bin ich mir sehr sicher. Und wenn sie eine Erratung bekommt, dann bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ihr könnt ja wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was wäre ein gutes Erratum für das 1000-eurige Opfer? Und ihr könnt mir auch weitere Karten in die Kommentare schreiben, die ich in zukünftigen Folgen erwähnen soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video dieser Art. Bis dann. Tschüss.